Birgit Kaltenböck hat ein Buch über den Taufkirchenweg verfasst. Nun haben wir uns selbst auf den Weg gemacht. Wir befinden uns da jetzt oberhalb von Paularo und sind direkt auf dem Camino delle Pievi, dem Taufkirchenweg in Carnia im Friaul. Und wir haben heute eine tolle Etappe vor, und zwar von Paularo bis nach Treppo Canico. Und was man da jetzt sieht im Hintergrund, sind die Karnischen Alpen, ein Teil von den Karnischen Alpen und die wunderbare Kirche von Paularo. Und dieser tolle Ausblick wird uns jetzt den ganzen Weg begleiten. Und wir gehen dann über einen kurzen Pass wieder hinunter. Also wir haben halt ungefähr 400 Höhenmeter zu machen. Und ich glaube, dass das halt durch viele Dörfer gehen wird, die alle begeistern werden. Tag 2. Ja, also wir sind da jetzt in Treppo Canico. Das ist ein wunderbares Dorf. Und heute geht es weiter nach Timau. Und in Timau, das ist eine Sprachinsel, die wird besonders interessant sein für uns alle, weil erstens einmal verstehen wir die Leute auch, teilweise auch, wenn man nicht Italienisch kann. Und es ist, man taucht ein bisschen ein so in die Zeit des Ersten Weltkrieges. Viel früher, nämlich bereits im 12. Jahrhundert, kam ein Auswanderer aus dem Kärntner Gailtal in die Gegend, um hier Kupfer und Silber abzubauen. Bis heute hat sich so eine Sprachinsel erhalten, in der eine Art Deutsch gesprochen wird, das Tischelbongerisch. Diego Matisse, Herbergswirt im Albergo da Otto, gibt uns eine Kostprobe. So, ich bin froh, als die Zeit kommen und macht einen guten Ras und kommt wieder. Warum pilgern Menschen? Dass man, also für mich ist so langsame Fortbewegung, ich nehme die Umgebung viel bewusster wahr, sehe ich, was wächst. Sehe ich zum Beispiel eine Weinbergschnecke, die gerade über den Weg riecht. Und ja, man hat schon eine Begegnung mit Leuten. Ja, damit man die Sünden abbaut oder was sonst. Ich schaue dann nicht, wenn man mal an seine Grenzen kommt wieder. Wenn man zum Beispiel ein Bachbett überquert mit der Metertiefe und fast abgeschwemmt wird. So, heute ist unser dritter Tag und wir sind von Timau losgestartet. Und unser Endpunkt ist heute Paluzza, weil wir dort nämlich eins von den zwei Autos stehen haben. Und es ist ein Traum, weil in Timau bis Paluzza führt diese Via Julia Augusta, das ist eine alte römische Straße, die ist früher von Aquileia bis nach Lienz gegangen. Und es ist einfach ein Erlebnis, diesen Weg zu gehen. Und Pilgern, das ist für mich, wenn man das Laut einmal zurücklässt und einmal das Leisen gewahr wird. Ich kann von mir sagen, Pilgern beruhigt wahnsinnig, führt einem zum Wesentlichen. Und was mir einfach ganz besonders taugt, ist, wenn der Körper warm wird, das empfinde ich wie die Körpermaschine. Du setzt einen Schritt nach dem anderen und du wirst warm und du vergisst die Probleme. Und das ist einfach wundervoll, das Gefühl.